Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen wieder einmal zurück zu, ich wollte schon wieder sagen, The Adventure, Willy Morgan and the Curse of Bonetown. Ja, in der letzten Folge sind wir im Hotel angekommen und haben uns dort ein bisschen umgesehen. Eigentlich sind wir schon in der vorletzten Folge beim Hotel angekommen. Haben uns aber in der letzten Folge im Hotel an die Erkundung von Willys Vater gemacht, also Henry Morgan, und haben herausgefunden, dass er sich hier mal in dieser Bibliothek ein Buch ausgeliehen hat bei der netten Bibliothekarin Margaret mit der Bezeichnung Die Eigenschaften von Beton. Das ist auch sein Bibliotheksausweis von damals. Und dementsprechend sind wir hierher gekommen und wollen auch uns genau dieses Buch anschauen. Und das werden wir im Obergeschoss finden. Ansonsten haben wir irgendwie mitbekommen, dass angeblich der Bürgermeister sich um das Wohlergehen der Stadt kümmert und deswegen, weil es Probleme mit dem Wassernetz gab, sich dazu entschlossen hat, mittels Regentonnen und neuen Dachrinnen Wasser aufzufangen. Aber ob das wirklich so die sinnvollste Lösung ist, wage ich mal stark zu bezweifeln. Naja, gehen wir mal nach oben und suchen nach dem Buch. Was übrigens jetzt erst das zweite Mal ist, dass es ausgeliehen wurde. Es wird da hinten irgendwo sein. Schreibtisch vielleicht. Wahrscheinlich. Ja, genau. Auf Concrete. Genau dieses ist es nämlich. Dann schauen wir uns mal weiter um. Eine Kiste. It seems to be a very old crate. Wer hätte es gedacht? This lock is peculiar, to say the least. I'm pretty sure that I'd need a special key if I wanted to open it. Wie zum Beispiel den, der bei mir zu Hause hängt. Den ich gerne nutzen wollte, mitnehmen wollte, nicht mitnehmen durfte. Hätte ja sein können. Oh, und es ist um 3 Uhr morgens. Na, glaube ich eher nicht. Wir haben den Schreibtisch, wir haben Fenster. Sonst haben wir eigentlich nichts dergleichen. Der merkwürdige Bibliothek, aber na gut. On this desk there are books of every kind. From how to build a cuckoo clock to anchovy fishing for newbies. How? Should I remove everything on top of it? There's no time. And above all, I wouldn't know where to put all these books. Okay, ich komme hier nicht links hin. Kisten können wir uns nicht weiter ansehen. It's the famous book Properties of Concrete, the last book read by my father. Dann wollen wir das auch mal lesen, würde ich sagen. It's stuck under the huge number of books on the desk. I must find a way to free it. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir uns wirklich draußen umgucken und Sachen zusammensammeln. Und wir wissen ja schon, dass wir unten in der Museumsgasse einen Wagenheber gefunden haben. Können wir da hin? Aber wir gehen jetzt mal, obwohl, nee, doch, wir gehen erstmal den Wagenheber nehmen. 18. Schiffsschrauben. I don't know how, but I hope it might come in handy. It seems like the propeller of an old vessel. There's I don't think it's that Flying Dutchman. It seems like the propeller of an old vessel. There's also some writing. Flying Dutchman. I don't think it's that Flying Dutchman. Glaube ich auch nicht. At first glance, it appears to weigh over 100 kilos. Surely working out in the gym made me stronger, but I don't think it performed any miracles. Warum denn nicht? So, hier haben wir nichts weiter. It's a carjack. I wouldn't say modern, that's for sure, but it does have its appeal. Immer gleich wieder zurück. Das Museum lasse ich erstmal noch außen vor. Oh. Ah, nee, am Schreibtisch. Ja, ich wollte es auch am Schreibtisch, bitte. Let's try. Nicht zu viel. It worked. Check out what we have here. Nichts. Die Nische. Interesting. There's a hiding place inside the book. I understand why Dad chose this tome. It's the only one in the whole library that nobody would read, but also the only one thick enough to contain something. Uh-huh. Let's see what it is. It's another letter from my father. It's dated July 22nd, 2008, earlier than the other one. There's also a piece of paper that seems more ancient, but I can't figure out what it is.
Better take a look right now. If Dad did all this so that I'd find it, there must be something important. Okay. 22. Juli 2008. Ich hoffe, dass du es bist, Willy, der diesen Brief liest. Ansonsten wäre meine Bemühung umsonst gewesen. Meine letzten Nachforschungen haben bestätigt, dass Captain Kidd und seine Mannschaft einen großen Schatz gefunden haben. Ich weiß nicht, wo sie ihn versteckt haben, aber sie haben eine Karte gezeichnet, die unten unter den Mitgliedern der Mannschaft aufgeteilt wurde. Vor seiner Hinrichtung hatte Kidd dieses Stück der Karte in seiner Zelle. Ich habe es noch intakt finden können. Das bedeutet, dass die Karte nie wieder zusammengesetzt wurde und der Schatz noch irgendwo vergessen liegt. Macht den Gegner. Ja, gut, vergessen liegt, könnte man sagen. Ja, doch, kann man so sagen. Ich hätte ja eher gesagt, verborgen liegt anstatt vergessen. Na gut. Du findest dieses Stück der Karte zusammen mit diesem Brief. Es ist natürlich ohne die anderen Teile nutzlos. Meinen Nachforschungen nach sind die anderen Mitglieder nach Bonetown geflüchtet und haben dort auf die Rückkehr ihres Captains gewartet. Nachdem ich jahrelang in jedem Buch aus dieser Zeit gestöbert habe, entdeckte ich nun endlich die Liste der Mannschaft. Edward Drake, Charles Teach, John Roger, Tom Reilly, Chris Avery, Rock Laffitte, Walter Fly und Ellie Bellamy. Finde die fehlenden Teile und erreiche den Schatz, bevor es die anderen ein anderer tut. Mehr kann ich nicht sagen. Du hast wenig Zeit. Ich fühle mich verfolgt. Ich weiß nicht, ob wir uns je wiedersehen. In Liebe, dein Vater Henry. Warte mal, Teach. Ah. Okay. Now I understand what the piece of paper was that I found with the letter. Dad always performed great feats, but I never imagined he was looking for Kid's treasure. It has always been said that it was basically a legend. I don't remember the complete story exactly, but maybe the librarian can help me. And I have a list of names. Better start asking information of the townsfolk. Without attracting too much attention, I don't need my father's old library card anymore. Even if someone found it, it would be useless. I have the letter and the piece of map belonging to my dad. Yeah. Wie wär's, wenn du mal das Buch wieder zurücksteckst? It's a piece of the map belonging to Captain Kidd, but I can't do anything with it if I don't find all the other 8 pieces as well. Better not. It's a unique piece. If I ruin it, I risk wasting all the trouble my father went through to protect it. Boah, ist ja gut, ey. There's no need to move the books anymore. The jack helped me access the volume I was interested in. Okay. So, bevor ich irgendwas Falsches frage, speichere ich lieber nochmal. Hey, Margaret. Was können Sie mir über Steve Bonnet erzählen? Können Sie mir irgendwas über... Warte. Stimmt, Margaret Teach. Stimmt, sie hat gesagt Teach. What's that old crate upstairs? It belonged to Charles Teach, a great-great-grandfather of mine. Oh. Many years ago, we opened it with the help of a locksmith, but it was empty. Then the key got lost again, and nobody has any interest in it anymore. Maybe the locksmith has a copy of it somewhere. I never feel like throwing it away. It's still a family heirloom after all. Genau. Sie haben gesagt, Sie heißen Margaret Teach, oder? Am I wrong, or did you tell me your name is Margaret Teach? That's correct. Do you know a man named Charles Teach? Your question surprises me. How do you know my great-great-grandfather? I'm doing some research on the genealogy of Bonetown, and I stumbled upon the Teach family. Yes, it's been several generations now since the Teaches settled in Bonetown. What can you tell me about Charles Teach in particular? He was the one who brought the name Teach here to Bonetown. But of his past, little is known. My great-grandma told me that he was a former fisherman with a knack for books. This library is a donation he made to the city of Bonetown just before he died. After he arrived here in Bonetown, he devoted himself exclusively to reading, and many of these books were bought directly by him. He had so many of them that he basically founded the town library, which then became the family business for the following generations, too. And he didn't leave anything else, apart from the books? All he left is stored on the upper floor, but it's mostly junk. The real treasure was his books. There's also an old crate without a key, but it looks empty.
Ja, deswegen gab es nochmal das mit der Kiste. So. What can you tell me about Steve Bonnet? He's the only one here doing something to keep Bonetown alive. Without him, our village would be much worse off. I suggest you go visit him. He knows everything about Bonetown. If you need something specific, he'll be able to help you for sure. These days, he lives in the town hall to deal with all the city's problems. But he's always available to everyone. Thank you. I'll visit him as soon as possible. Das war aber, glaube ich, der Bürgermeister. Do you by any chance know the story of Captain William Kidd? Sure. It is mostly a legend. In the golden era of piracy, Kidd stood out for his endeavors, if you could call them that. The endeavors of a pirate aren't exactly heroic most of the time. Anyway, his ship, the Adventure Galley, was supposedly filled with treasures when it suddenly disappeared. A few years later, in 1701, Kidd was captured and executed. But his ship and the crew were never found. What do you think happened? What always happened at that time. Kidd and his crew squandered all the loot, and to cover their tracks, they sold or even burned the ship. After this story, Kidd became legendary. Thank you. Ob das so einfach war, glaube ich mal eher nicht. Thanks, and goodbye. Thank you for visiting the Bonetown Library. If you need a specific book, you can ask me, Miss Teach, or just Margaret. Thanks, I'll keep that in mind. So, Bennett, hat's ja gesagt, ne? Hier steht kein Bennett. Das Lustige ist ja, ne? Bellamy, Rayleigh, Roger, Teach, Drake sind alles auch Namen, wie sie auch bei One Piece mitgenutzt werden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern das jetzt auch die Namen sind von den echten Piraten, die es damals gab. Ich glaube, Teach Blackbeard hieß auch so. Aber ich weiß nicht, ob der wirklich Marshall die Teachies, so wie es bei One Piece war, oder ob der Charles Teach in Wirklichkeit geheißen hat. Wir werden es herausfinden. So. Ach nee, warte mal, stimmt, da stand noch was mit. Ah nee, Bonetown. Schatz gefunden, Hoffelkarte, okay. If in the future I have to conduct some new research, there are some tomes here that you can't easily find in other libraries. I'm not doing any research in particular right now. Oh. Hat uns jemand beobachtet? Very strange. I have the feeling I'm being watched. Better be careful. You never know what can happen in Bonetown. Könnten ja nochmal zum Gastwirt zurückgehen und ihn fragen, was hier so Sache ist. Genau. How come all the gutters in Bonetown are new? In the last few years, we started having issues with the water network. It seems that the underground spring from which Bonetown drew its water is drying up. Then the mayor, to try and resolve the problem, decided to pay for this intervention out of his own pocket. This way, not a single drop of rainwater is wasted, and the city manages to keep going. Ja, genau. Gibt es nicht einen Bach in der Nähe von Bonetown? Und wer ist der Bürgermeister von Bonetown? Isn't there a creek just outside of Bonetown? Yes, but it comes from the same spring that provides water to Bonetown, too. Its level has significantly fallen in recent years, so we needed an alternative. Okay. Who's the mayor of Bonetown? The Evergreen Steve Bonnet. You mean that Steve Bonnet? Here in Bonetown, there's always been only one Steve Bonnet. I still remember him. When I was little, I called him Uncle. He's always been a well-liked person, and he was a great friend of my father. Yes, that's him. He must deal with a lot of trouble, but he never loses heart. Sometimes I wonder why he bothers. But it's thanks to him that our city can claim such an effective collection system for the rainwater. I'd like to go say hello to him. After what happened to my father, we cut all ties with Bonetown. Just another way to try not to be haunted by the memories. You can find him at the town hall for sure. It's basically his second home. Thank you. Und wo finde ich das? I get it. Good.
Thanks and goodbye. So. Also, wo mal. Ah, Bibliothek, One Eye Jack, das Museum, Gasthaus. Das heißt, irgendwo hier drüben wird dann das Rathaus sein. Vielleicht. Das da? Hier? Keine Ahnung. Können ja mal in die Richtung gehen. Dum-dum. Aber wenn wir die Quelle vielleicht wiederherstellen, haben wir ja Glück. So, gucken wir mal. Nochmal auf die Karte. Halt. Das Rathaus. Genau, hier runter. Gehen wir echt zuerst zum Steve. Gucken mal, was wir da hinten noch finden. Die Tür geht auf. Geht auf, okay. Der ist vorbei, dann nichts. Außer wieder neue Regenrinnen. Oh, Drugstore und was ist das? Bauteil, Fabulous. Ein Gummibärautomat. Oh, Ladenfenster. Oh, schön. Ja, schön, 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 schön. Warte mal. Geht nochmal weiter. Wir gucken uns mal so ein bisschen um. Ein Schmied haben wir hier. Okay, da ist dann quasi der Schlosser. Zack, 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 zack. Der Wagen, der ist kaputt. Den werden wir wahrscheinlich reparieren müssen mit irgendeinem Scheiß, was hier oben vielleicht rumliegt. Aber schön, dass es hier ein Flugzeugtriebwerk gibt. Fahrradrahmen. Ritterrüstungen. Das Musikgeschäft. Vergnügungspark, da wird es zum Leuchtturm gehen. Straßenschilder. Okay, hier ist was in Arbeit. Oh Mann, also hier haben wir auf jeden Fall eine Menge, was wir uns angucken können. Oh, guck mal, ein Nest. Ich gehe da erstmal nicht rein. Ich will halt erstmal wissen, was wir hier für Ortschaften alles noch haben, die wir erkunden können. Der Friedhof. Ach, da ist der Schmied. Na super. Diese Wurfmaschine. Das Ding heißt doch nicht Wurfmaschine. Zementmischer. Kirche. Oh mein. Okay. Also hier haben wir einiges. Noch vor uns. Gehen wir erstmal wieder ganz zurück zum... Gehen wir ins Museum oder ins Rathaus? Ich würde fast sagen, wir fragen erstmal den Bürgermeister über alles Weitere aus. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Kriegen wir nochmal Hinweise, was wir im Museum vielleicht kriegen können. Im One-Eyed-Jack. Und sonst wo. Naja, aber komm. Hier, er ist ja nicht da. Schmied, er ist ja oben, das Auto reparieren. Viel haben wir ja schon mal rausbekommen. Ja, die Drogerie. Sieht geschlossen aus. Hier ist ein Pub. Ja. Und ich will die Gummibären. So, gucken wir nochmal auf der Karte nach. Okay, also wir waren hier nicht drin. Macht doch erstmal keinen Sinn. Wir wissen ja, dass wir da lang kommen. Vergnügungspark. Warte mal, kann ich dann schnell reisen? Ah, ich kann schnell reisen. Dadurch. Na, das macht es ein bisschen einfacher. Dann gehen wir nochmal kurz zum Musikinstrument zurück und zum Vergnügungspark rein. Sehr schön. Ah, das macht sich doch ein bisschen besser, wenn wir wirklich von A nach B schnell reisen können.
So, dann würde ich mal sagen, gehen wir bis zum Rathaus. Zack, zack. Ach, und dann kommt er hinten raus. Okay. Stört er nicht? Na, dann Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen von Willy Morgan and the Curse of Owntown. Und zwar mit meiner ersten Aufnahmesession. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es hier weitergeht mit diesem tollen Point-and-Click-Adventure. Also bisher macht es mir wirklich Laune. Ich bin echt angefixt, um herauszufinden, was mit dem Vater Henry passiert ist von Willy. Und ja, ich hoffe, ihr seid wirklich wieder dabei beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, sage nur noch ciao, ciao und bis dahin.